Haben Sie auch das Gefühl, dass vor dieser Weltmeisterschaft der Druck auch auf Sie persönlich ein bisschen größer geworden ist oder anders ausgedrückt? Sie sind jetzt 10 Jahre sozusagen in verantwortlicher Position. Jetzt könnte das i-Tüpfelchen ruhig kommen, oder? Die könnte jetzt ruhig kommen, aber genau deswegen, weil ich eigentlich schon länger im Amt bin, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der Druck für mich größer wird. Ja? Also ich war bei der WM im eigenen Lande dabei. Mhm. Ich glaube da, wenn ich, sagen wir mal, diese Periode sehe, 2004 bis 2006, da war natürlich schon insgesamt eine Unsicherheit und ein großer Druck vorhanden. 2010 war es so. Jetzt auch, immer wenn Deutschland zum Turnier geht, dann gibt es natürlich Erwartungen. Und die Fans wollen irgendwie wieder mal einen Titel, aber wir gehen damit schon aus. Ich denke mal ganz normal um. Mhm. Beim VfB Stuttgart haben Sie ja auch schon, haben wir gerade auch gesehen, auch erkannt, die Fans wollen dann am Ende des Tages doch Titel. So einen Titel kann man gar nicht vorplanen. Also man kann darauf hinarbeiten, das ist klar. Aber was würden Sie sagen, in welchem Zustand ist die Mannschaft jetzt, zu diesem Zeitpunkt, weltmeisterlich reif? Die Mannschaft macht im Moment einen sehr konzentrierten, aber auch einen sehr frischen Eindruck. Weil wir haben jetzt ein paar Trainingseinheiten gehabt und da spürt man schon auch eine unglaubliche Dynamik, auch in den Gesprächen, in den Sitzungen, all das, was wir machen, spürt man schon, dass der Fokus jetzt nach der Bundesliga irgendwie auf diese WM gerichtet ist. Mhm. Es wird natürlich jetzt auch in der nächsten Woche vielleicht mal die Phase kommen, wo durch die vielen und intensiven Einheiten natürlich auch eine gewisse Müdigkeit mal da sein wird. Das ist aber auch so geplant. Also dieser Abfall, der muss auch mal kommen, um wieder einfach auch so ein bisschen dann danach einfach auch davon zu profitieren. Mhm. Aber im Moment spielt die Mannschaft, wenn ich im Training so eben hinsehe, mit unglaublich viel Freude, mit viel Spaß, aber auch mit viel, viel Disziplin. Mhm. Und Sie haben den Überblick, weil das ist Ihr 5. Turnier bereits. Und was wir gerade auch gesehen haben, fand ich ja sehr interessant bei der Szene, als Sie 18 waren. Sie haben eigentlich schon damals vorausgeschaut, dass man durchaus auch ohne richtigen Stürmer erfolgreich sein kann. War das sozusagen das Vormodell zur falschen 9? Damals Joachim Löw mit der 10 ganz vorn? Nein, damals hatte ich als Spieler irgendwie noch alle Freiheiten. Also ich konnte mich in der Offensive überall bewegen, musste defensiv eigentlich nichts arbeiten. Das hat sich natürlich jetzt heute geändert, klar. Ja, die Defensive, die beginnt vorne. Die Stürmer müssen einfach heute irgendwie variabel sein. Ja? Und diese Stürmer müssen auch so ein bisschen, sagen wir mal, beweglich sein gegen große Abwehrspieler. Heute haben die Gegner meistens Leute, die sind 1,90, die sind kopfballstark. Ja, manchmal hat man schon auch das Gefühl, dass kleine, wendige, flexible Spieler dem Gegner mehr wehtun als vielleicht eben jemand, der gleich groß ist. Hängt immer ein bisschen von der Situation oder vom Gegner ab. Aber diese Variabilität zu haben heute, glaube ich schon, dass die wichtig ist. Höre ich daraus, dass Sie schon diesem Modell falsche 9 immer noch auch ziemlich nachhängen beziehungsweise auch eine Präferenz geben? Oder ist es so, wir haben gerade mit Miroslav Klose gesprochen, der sagt, er ist auf dem Weg zu 100% Fitness und macht sich dann natürlich auch berechtigte Hoffnung, dass er spielt. Wenn der fit ist, spielt er dann? De Miro ist ja jetzt auch nicht immer, sagen wir mal, diese ganz klassische 9, die vorne nur drin steht und wartet. De Miro ist auch ein Spieler, der sich viel bewegt, der in die Zwischenräume kommt, der kombiniert, der mal ausweicht, der dann wieder eben in die Spitze stößt. De Miro hat in, glaube ich, 130 Länderspielen mittlerweile immer wieder bewiesen, wie wertvoll er sein kann für die Mannschaft. Ich sehe bei ihm schon auch klar, dass er einfach auch seinen Körper sehr gut kennt, wie, glaube ich, ganz, ganz wenige andere. Der weiß schon ganz genau, was er machen muss. Im Training kämpft er verbissen, macht viel zusätzlich, macht Läufe. All das, was ihm persönlich auch gut tut. Wenn De Miro in Topform kommt, dann war De Miro bei uns vorne immer gesetzt.